Fotograf und Tirolia-Athlet Luca Trebondo folgte mit seiner Kamera den Spuren der Skibindungsproduktion im seit 120 Jahren bestehenden Tirolia-Werk in Schwechat. Im Fokus standen dabei Momentaufnahmen aus dem Werksalltag und den Menschen, die hinter Tirolia und den erfolgreichsten Skibindungen der Welt stehen. Jetzt werden seine Werke im Rathaus ausgestellt. Ich bin mein ganzes Leben lang Ski gefahren, seit ich als dreijähriges Kind damit angefangen habe. Ein paar Jahre bei alpinen Skirennen, bevor mein Bruder begonnen hat, abseits der Piste Ski zu fahren und Sprungschanzen zu bauen. Nicht lange danach folgte ich ihm und so begann die Reise. Mit 16 Jahren wurde ich Profi und seitdem habe ich nicht mehr viel anderes gemacht als Skifahren und Marketing. 2014 im Sommer habe ich mit dem Fotografieren begonnen und meine Kamera habe ich immer dabei, beschreibt sich der 23-jährige gebürtige Wolfsberger Luca Trebondo selbst. Es ist so, ich bin eigentlich schon seit vielen Jahren bei Tirolia als Sportler unter Vertrag und ich fahre eigentlich immer, wenn ich Skifahren bin, mit seiner Produkte. Also ich habe immer seine Skibindungen am Ski. Und dann hat mich der Flo und die Katharina vom Marketing gefragt, ob ich das machen will. Ich glaube, das war das 75-Jahr-Jubiläum oder so von der Firma und ich habe die Werkspuren, also so die Spuren, was man in der Firma im Arbeitsalltag hinterlässt, eben fotografiert und das ist echt eine interessante Geschichte gewesen für mich. Eben das Werk ist extrem alt und auch so, das Gebäude ist schön, auch das ist alles irgendwie authentisch, hat einen eigenen Flair, ja, wenn man so auf die Bilder schaut. Die Ausstellung gefällt mir sehr gut. Wir haben diese ja bereits vor 2 Jahren bei uns in der Firma gehabt. Und auch damals war die Frau Bürgermeister und einige Stadträte bei der Eröffnung dabei. Und ich möchte mich auch im Rahmen dessen natürlich bedanken für die Möglichkeit, das hier auf der Gemeinde auszustellen. Für das Buch über die Tirolia hat die Frau Dr. Gabriela Walsch, die auch die Ausstellung betreut hat, ja schon bei mir im Archiv, im historischen Archiv hier recherchiert. Und dann gab es diese wunderbare Ausstellung mit diesem jungen Sporttalent und auch Kunsttalent, ja, mit dem Luca in der Tirolia. Und dann war die Anfrage, ob wir das gerne auch ins Rathaus übernehmen, nachdem wir hier auch unsere Gänge mit Kunst bespielen. Und das war für uns klar. Es hat sich nur, wie die Frau Bürgermeisterin auch gesagt hat, ein bisschen durch die aktuelle oder uns länger begleitende Situation verzögert. Aber wir freuen uns, hier eine Ausstellung zu haben, die den Sport, einen Schwechater Traditionsbetrieb, die Tirolia und die Kunst miteinander verbindet. Es gibt immer neue Einblicke. Wir waren auch teilweise selbst überrascht von den Bildern, die der Luca da aufgenommen hat. Und es waren für uns zum Teil wirklich absolut neue Einblicke, die wir vorher, wo wir täglich durch die Firma gehen, eigentlich nicht wahrgenommen haben. Jetzt ist eine bisschen schwierige Zeit. Die Kollegin, die dafür verantwortlich ist und die Dame von der Tirolia, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, haben den Termin immer wieder geschoben und jetzt haben wir gesagt, Entschuldigung, wenn ich es ein bisschen rustikal sage, drauf gepfiffen. Wir hängen die Bilder jetzt auf. Es arbeiten an die 100 Leute hier herinnen. Es kommen auch natürlich Kunden sozusagen herein, aber halt momentan nur kontrolliert und geführt. Und man kann nicht alles aufschieben im Leben. Und jetzt hängen die Bilder da und ich habe die damals schon sehr beeindruckend gefunden. Ich finde auch den jungen Künstler sehr beeindruckend, der einerseits die sportlichen Dinge, die bei der Tirolia nach wie vor produziert werden, benutzt und ein quasi Extremsportler ist und ein leidenschaftlicher Fotograf. Und diese Kombination ist was ganz Besonderes und darum freuen wir uns, diese Ausstellung heute hier eröffnen zu dürfen. Gibt es ein Bild, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, es ist das Bild mit der bunt bemalten Mülltonne. Es war wirklich eindrucksvoll und man geht täglich daran vorbei, aber es ist uns eigentlich nie so aufgefallen wie jetzt auf diesem Bild, als es wirklich heraussticht aus dem ganzen schönen, neuen, modernen Umgebung bei uns. Es ist wirklich was Herausragendes. Seinen Fotos gibt Trebondo einen speziellen Touch, um einen gewissen Wiedererkennungswert zu schaffen. Seine Leidenschaft und die Suche nach Perfektion ist Teil seiner Mentalität, sagt er. Ich kann keine halben Sachen machen, sei es Skifahren oder in anderen Sportarten. Bei allem, was ich mache, versuche ich, das Bestmögliche aus mir herauszuholen. So war und ist es auch in der Fotografie. Was ist dir besonders hängen geblieben von den Eindrücken Backstage? Wie viel Handarbeit eigentlich in einer Skibindung noch immer steckt. Das ist schon, also heutzutage macht man ja alles schon
weiß nicht, mit Roboter oder irgendwie maschinell gefertigt, aber das ist schon schön zum Sehen, dass da noch so viele Menschen auch wirklich an den Produkten arbeiten. Ja. Es sind weitere Projekte geplant, allerdings jetzt natürlich durch Corona alles etwas verzögert. Das heißt für nächstes Jahr natürlich 120 Jahre Stadt Schwechat. Auch da werden wir uns nach Möglichkeit daran beteiligen.